Boah. Sendung muss sein am Morgen. Yo, servus Leute. So, Radio Bike Folge Nummer 5 ist heute mal am Start. Heute halten wir das Intro mal extra kurz, damit das Video nicht so lang gegen Ende wird. Und, Sag das lieber nicht. Ja, und eigentlich muss man jetzt auch gar nicht groß reden und wir können eigentlich direkt anfangen. Mhm. Dann legen wir mal direkt los mit dem ersten Video. Mal wieder drei Videos am Start hier. Das erste ist My Ride von Freeride. Wow, das ist einfach noch frei, war ist ein Wunder. Ist halt echt so. So, das zweite Video ist von Felix W17, der Spring Elite Mountainbike. Mhm. Und, Bikepark Brandnertal Chuck Norris and Freeride 2017 vom Julian Schur. Schur. So. Ich hätte eigentlich gesagt, dass wir Videos nicht mehr einzeln vorstellen, aber dadurch, dass wir das in der Redetafel vom letzten Mal gespart haben, genau, passt es schon. Ja. Erstes Video, extrem kurz, 53 Sekunden. Perfekt. Oh Gott, besser geht's nicht. Das ist Hoffnung für die kürzeste Bike-Video-Folge ever, oder? So, dann legen wir mal direkt mal los. Hoppla. Ui. Größer als gedacht, der Sprung. Was war das denn? Hä? Also die Musik war komplett verbuggt irgendwie. Ja. Und vor allem, das kam mir noch kürzer vor als 53 Sekunden. Wie kürzer? Das kam irgendwie 20 Sekunden. Es war irgendwie nur zwei Fast-Szenen und das war's. Interessant. Trotzdem interessant. Ja. Willst du mal anfangen? Ja, ich fange mal an. Also, ich wollte sowieso jetzt sagen, ich bin schon lange im Video gekommen. Umso kürzer das Video ist, ist umso weniger kann man kritisieren, theoretisch. Ja. Kann man ganz klar sagen. Das heißt, schon mal sehr schlau, sowas Kurzes einzusenden. Oh. Weil man hat wirklich dann weniger Zeit nachzudenken über das Video. Ja. Und allgemein geht es weniger zu kritisieren in der Regel. Kann auch noch hinten losgehen, wenn alles scheiße ist, dann hast du quasi einen kleinen Scheißhaufen produziert. Ja. Aber vom Aufwand her wirkt man wirklich, das war maximal 20 Minuten gefilmt. Allerhöchstens. Also es ist überhaupt kein Aufwand dahinter. Das ist ein bisschen schade. Ja. Weil ich glaube, ihr könntet was ziemlich Geiles produzieren. Ja. Ich habe direkt Potenzial gesehen. Ja. Das Intro war nice, klar, hat man schon tausendmal gesehen, Goggle aufziehen, aber gute Komposition, schönes Bouquet hinten. Ja. Auch das Road Gap, geiles Gap. Wie gesagt, wir achten nicht so krass auf Fahrrad, sondern eher aufs Filmerische. Aber mit dem Bike, Respekt fürs Road Gap, mal by the way. Ja, und auch so, hier, guck mal, der Shot zum Beispiel. Ja, Hammer. Wäre das so weitergegangen, ja, das hätte echt noch was werden können. Ja, ab da hatte ich so die Hoffnung, ey, jetzt ist richtig geworden. Hier, schade, der Kameramann zieht voll komisch nach und es wackelt alles, hätte ich wiederholt den Shot. Ja. Und allgemein natürlich, hätte doch mal zwei, drei schon weiterfilmen können. Das wäre echt noch was geworden. Bitte, 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 macht weiter. Echt sau schade, gegen Ende wird's. Den Shot fand ich auch komisch, das mit dem Ranlaufen, dieses Wackel und ja, das war einfach nur kein Bock mehr. Ja. Kein Bock mehr zu filmen und kein Bock mehr zu schneiden, ganz klar. Auch der Music-Cut zwischendrin war ein bisschen komisch. War ganz random alles. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, was noch kommt, aber ich glaube, mit dem Video kann man hier auf keinen Fall gewinnen. Ja. Bei drei Videos. Ich glaube, da kommt wieder auf jeden Fall noch was Besseres kommen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir checken immer nur die Musik von den Videos, ob die passt. Sonst schauen wir die Videos vorher nicht an. Und wir meinen, wir sind wirklich knallhart. Wir lassen uns überraschen jedes Mal. Ich sehe vielleicht die ersten 10 Sekunden von dem Video, um halt, wie gesagt, die Musik zu checken. Ja. Ja, was sagst du dazu? Noch irgendwas? Ja. Gibt denn viel zu sagen? Kurzes Video. Ja. Ist einfach zu random alles. Also, Qualität von der Kamera ist ja gut. Auch dass die Slow-Mo-Aufnahmen und so ein bisschen, hat ja alles gepasst. Da steckt ja noch Potenzial drin. Aber wie gesagt, es war halt einfach auch zu wenig Aufwand einfach. So mal kurz mal die Kamera angemacht, zwei, dreimal gefilmt und das war's. Also. Ja.
Ja, reisen kannst du schade, schade einfach. Schade. Ja. Auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Arbeit investieren, dann wird es bestimmt noch geiler. Ja. Machen wir weiter, oder? Ja. So, Spring Added Mountainbike vom Felix W. Let's go. Oh, auch nur 1,40. 1,40, ja. Bin gespannt. Song muss ich mir nachher runterladen. Der Song war richtig geil. Ich war auch komplett geflasht vom Song. Ja. Irgendwann habe ich gar nicht mehr aufs Filmerische geachtet, weil ich so im Song drin war. Ja, ich habe mich auch voll mitreißen lassen vom Song. Ich wollte auch gar nicht mehr was dazu sagen jetzt währenddessen. Ich habe mich einfach vom Song irgendwie voll mitreißen lassen. Ja, aber komplett. Ja. Fängst du an, oder was? Hm? Fängst du an? Ja. Fand ich einen coolen kleinen Edit auf jeden Fall. Wie gesagt, Song, Hammer, absolut Hammer. Das ist auch, sag ich mal, dieses Konzept mit Schwarz-Weiß am Anfang und gegen Ende, das gibt so wie so ein Geschenkpapier ums gesamte Konzept, also es ist nicht so, also es ist eine Sache durchgezogen, nicht so einfach so mehrere Stilelemente in ein Video gebracht. Bist du ein Nerd? von der Länge her absolut perfekt, finde ich, 1,40, extrem gut. Ja, irgendwie so. Es war mit zu viele Naturaufnahmen drin, also es war irgendwie zu wenig fahrerische Action drin. Ja. Ja, mir fehlt auch wieder ein bisschen der Aufwand einfach. Ich weiß nicht. Ja. Ich meine, das Intro, das ist ja absolut cool so. Ja. Ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie. Ja. Ich muss natürlich auch hier sagen, wie gesagt, es ist eigentlich kein Kriterium für unser Rate Your Bike Video. Aber der Weg, ich weiß nicht, W17? Ich denke nicht, dass er 17 ist, oder? Keine Ahnung, glaube auch nicht. Ich denke mal, ich hätte jetzt mal auf 13, 14 geschätzt oder so. Ja. Deswegen sieht schon sauber aus, wie er fährt. Deswegen ist da noch Potenzial, was das Fahren angeht. Und ich meine jetzt auch, ich habe jetzt in der Endcard gesehen, dass es auch sein Kanal ist, dementsprechend wahrscheinlich auch sein Cut. Er hat sich von einem Kollegen filmen lassen. Ja. Das heißt, vielleicht filmt er selbst ja besser. Hm. Oder schlechter. Oder schlechter, du weißt ja selbst, du weißt ja, wie es ist. In der Regel tut man sich einen Kollegen suchen und der Kollege schafft es niemals, das zu filmen, was man sich selbst vorstellt. Ja. Bei uns vielleicht noch mal was anderes. Wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren oder irgendwas, filmen schon seit 7 Jahren zusammen oder so. Deswegen sind wir, wenn wir uns gegenseitig filmen, relativ zufrieden miteinander. Besonders, wenn wir zusammen was filmen. Ja. Aber bei ihm wahrscheinlich war es schwierig, wahrscheinlich einen guten Kameramann für sich zu finden oder halt die Vorstellung umzusetzen, wie er sich vorgestellt hat. Ja. Aber wie er fährt und wie es geschnitten ist, da ist einfach Gefühl dahinter. Man merkt, er hat was gefühlt beim Schneiden, hat da seine Emotionen reingesteckt und es kommt auf jeden Fall gut rüber. Der Song ist extrem chillig. Und ja, Intro ist auf jeden Fall geil. Für manche mag es vielleicht ein bisschen random aussehen, für manche gibt es vielleicht Sinn. Ich fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen random. Ich fand es auch random. Und auch das Intro hier mit dem Preset, was hier reinkommt, dieses Cartoon
Explosionsding, dann dieses Felix, Sam Kolder, Inspired, Dingsbums. ja, muss man immer aufpassen bei solchen Presets, dass man sich ja selbst treu bleibt oder auch so einen eigenen Touch mit reinbringt, weil das ist ja halt, wie gesagt, mittlerweile keine Kunst mehr, sich Tutorials anzuschauen oder irgendwelche Templates runterzuladen und die dann auf sich anzuwenden. Man muss immer schauen, man kann sich inspirieren lassen, das ist ganz wichtig. Heutzutage kann man sich nur noch inspirieren lassen. Es ist ganz schwierig, selbst eine neue Idee auf ein Ding zu bringen. Man sollte aber das Rad... aber auch da ist es ja extrem schwer, wenn man jetzt zum Beispiel nicht lange schneidet oder so, dann nicht mit Presets zu arbeiten, weißt du? Da kennst du dich ja noch mit dem Programm noch gar nicht so aus und alles. Da musst du dann teilweise auf Presets setzen, damit du wenigstens irgendein Ergebnis hinbekommst, was ansehnlich ist. Ja. Also auf jeden Fall weitermachen. Also Potenzial ist ja drin, auf jeden Fall. Ja, ich sag's nur, dass es halt nicht zum Dauerprogramm wird, dass du halt nicht immer dann deine Filmburns reinklatschst, dass du nicht immer die Schrift von Sam Kolder oder sowas nimmst oder halt irgendwelche von irgendwelchen. Ja, es sollte halt immer so ein bisschen eigener Touch mit reingebracht werden. Ja. Egal, ob jetzt inspiriert oder neu erfunden, das ist jetzt relativ egal. Ja. Auch mit der Musik kann man immer viel rumprobieren. Deswegen, da ist immer was ganz anderes, ganz andere Musik, wie man sonst aus Mountainbike-Videos kennt. Ja. Ich glaube, die meisten Mountainbike-Videos oder meisten Mountainbike-Filme sind immer mit Rockmusik. Ja, dementsprechend hier voll den krassen Kontrast reingebracht. Ja. So, nächstes Video würde ich sagen. 11 Minuten, ey. Ja, sauber. Nächstes Video. Schon mal sehr gut. Ist deine Maus schnell? Das geht 4 Minuten. Ja. Schauen wir mal. Bike Park Wallenthal, Chuck Norris in Freeride. So. So ein Classic. But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
What the fuck? Das war es anscheinend komplett. Huh. Boah, wow, das hat sich gezogen auf jeden Fall. Wow. Ja. Krass. Da kann ich mir vorstellen, dass einige von euch eben vorgespült haben. Absolut verständlich. Weil hat sich echt krass gezogen. Nicht böse gemeint, aber das war deutlich zu lang. Willst du anfangen? Ja, oder? Ja, kann ich machen. Wie gesagt, es hat sich ein bisschen gezogen. Es hat ein bisschen die Variation gefehlt. Ist natürlich auch schwer, wenn man sich einen Song raussucht und der Song ist nun mal so lang, wie er lang ist, dann kannst du nicht das Video nicht kürzer machen. Das heißt, du musst eigentlich mehr Action reinpacken, um das Ganze wieder auszugleichen. Und da, was man auch gemerkt hat, am Anfang waren noch relativ viele Cuts gesetzt, aber irgendwann so gegen erstes Drittel, so Mitte, wurden die Cuts dann immer weniger bis gar nicht eigentlich. So wahrscheinlich so gedacht, ach fuck ey, ich habe gar keinen Bock mehr zu schneiden jetzt. Ist mir viel zu anstrengend, die ganze Sache. Und dann einfach versucht, das Video irgendwie durchzubringen. Ja, und auch teilweise der Song hat einfach nicht zur Action gepasst. Also teilweise ging der Song voll ab, aber die Action war einfach nicht da. Mhm. Es waren einfach teilweise einfach langsame Fast-Szenen dabei, wo es einfach hätte abgehen müssen. Und ja, das auch mit dem Bild am Ende. Ich persönlich, oder wir beide sind ja überhaupt keine Fans von Bildern in Videos. Wahrscheinlich hätte ich das hier auch rausgelassen. Es kommt einfach nicht so hochwertig. Ich meine, es war ein cooles Bild, ja. So für Instagram oder persönlichen Stuff. Aber finde ich, gehört nicht in ein Video. Ja. Aber so GoPro-Qualität hat ja gepasst. Und ja. Mhm. Ja. Ja. Das Video ist ein extrem gutes Beispiel. Ich werde jetzt gleich extrem viele Beispiele nennen, wo ihr jetzt alle was lernen könnt. Bin ich mir ganz sicher. Deswegen, nicht böse gemeint, Julian. Schuhe. Nicht böse gemeint, aber mit deinem Video ist wirklich ein extrem gutes Beispiel, was man alles besser machen kann. Und hoffentlich du auch im nächsten Video. Fangen wir an. Ich finde das Intro eigentlich ganz gut mit dem Lift und so weiter. Ja. Aber hier fängt es auch schon an, und zwar, wenn man auf den Song hört. Der Song kommt langsam, das heißt, es baut sich irgendwas auf. Ja. Aber das Einzige, was im Video passiert ist, was jedem im Bikepark passiert. Er fährt mit dem Lift hoch, oder du fährst mit dem Lift hoch, kommst oben an, nimmst dein Bike und fährst los. Und das macht jeder im Bikepark. Das ja. heißt, es ist nichts Besonderes. Es ist quasi wie ein Raw-Clip mit Musik hinterlegt. Ja. Es passiert nichts Besonderes. Da sage ich immer wieder, als Intro kann man so viel geile Sachen machen. Man kann mal aus dem Lift die Kamera einfach mal nehmen und aus dem Lift zu filmen. Ja. Man kann sich oben mal hinstellen. Du kannst die Kamera zum Beispiel, hier vorne sehe ich gleich mal hier auf Vollbild, da ist eine Bank. Stell die GoPro auf die Bank und stell dich zum Beispiel an den Aussichtspunkt. Dann hast du gleich einen Shot, wie du auf dem Panorama stehst. Ja. Das baut einfach eine Stimmung auf, das baut eine Spannung auf, bevor es zum Fahrerischen losgeht. Hm. Das ist mal das Erste, dann geht's weiter. Du fährst einfach direkt los und das Einzige, was am Drop passiert ist, es kommt ein neuer Cut. Aber der neue Cut offenbart nichts Neues. Weder springst du einen 20 Meter Gap, übertrieben gesagt für die Leute, die keine Ironie verstehen. Ja. Du hast keinen Fahrer vor dir, der irgendwie abgeht. Du hast keinen Positionswechsel von der Kamera. Und das ist ganz wichtig bei GoPro-Clips. GoPro ist eine, habe ich schon mal gesagt bei einem Radio-Bike-Video, wo ich alleine mal aufgenommen habe, eine GoPro hat immer nur eine Brennweite. Ja. Das heißt, die einzige Abwechslung, die du reinbringen kannst, ist, du änderst die Position, zum Beispiel auf Brustklimm oder Helm. Ja. Oder du hast einen Fahrer vor dir, oder du filmst von außen. Ja. Einfach irgendeine von den Sachen machen und nichts davon passiert. Das ist mal das Erste. Das heißt, es ist ganz schwierig, gerade bei Elektro-Songs, die immer einen krassen Drop haben, ganz schwierig, wenn dann nichts Neues passiert nach dem Drop. Also nicht irgendwie, dass du ein bisschen schneller wirst, dass du eine krasse Kurve fährst. Also es passiert einfach nichts. Das kann ich als Tipp geben, das nächste Mal.
Dann. Hier, wie der Eike schon gesagt hat, sind einfach so Sachen. Der Sprung zum Beispiel war nichts Besonderes. Hm. Du machst hier keinen krassen Trick oder so. Und der Song geht noch mehr ab, wie hier zu. Der Song hat gerade seinen Peak quasi, der geht komplett ab und du machst noch eine Slow-Mo draus. Das heißt, du machst das Gegenteil, was der Song eigentlich dir sagt. Der Song sagt dir, jetzt gehst du aber mal richtig steil. Du machst aber das Gegenteil. Du wirst sogar noch langsamer. Ja. Du springst einen Sprung. Ein Sprung macht dich eh langsamer, weil du in der Luft langsamer wirst. Und du machst auch noch eine Slow-Mo rein. Du machst das Gegenteil, was der Song eigentlich vermitteln soll. Ja. Und dann hier mit der Chuck Norris. Die Chuck Norris ist, glaube ich, hier die Haarstrecke hier. Da warst du ganz klar nicht schnell unterwegs. Ja. Und wie gesagt, wir achten nicht auf Fahrerische, weil wir, ich weiß ja, weil die Strecke, die ist wirklich krass. Die ist hardcore. Die ist nur Wurzelteppiche. Ja. Gerade wenn es ein bisschen nass ist. Oh mein Gott, das ist ein hohes Niveau. Die Strecke ist sehr, sehr. Ist gerade ein schlimmer Freeze-Rail. Die Strecke ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ja. Das weiß ich wirklich selbst. Aber wenn wir so runterfahren, also das ist wirklich nicht schnell, wie du gerade fährst. Wenn wir so runterfahren, dann sind wir zugegebenermaßen, sind wir beide angepisst. Wir sagen, ach du Scheiße, was ist denn los mit uns? Warum sind wir denn so langsam? Ja. Aber wir sind so ehrlich zu uns selbst und sagen, nee, das laden wir nicht hoch. Ja. Weil, das klingt jetzt richtig hart, aber das interessiert einfach keinen. Ja. Das will, interessiert einfach keinen. Ja. Wenn wir so rumgurken würden, so hart es auch klingt, dann ist es vielleicht cool für dich selbst, damit du siehst, wie bist du gefahren. Ja. Hast du Fehler gemacht, aber mittlerweile auf YouTube gibt es so viele gute Leute, die gut Rad fahren und es geht nicht darum, du musst der Schnellste sein, weil wir sind ein gutes Beispiel dafür. Eike und ich sind nicht die besten Downhill-Fahrer, gar keinen Fall, aber wir bringen halt die Abwechslung rein in Videos. Wir machen verschiedene Positionen, schneiden zum Song, schneiden zum Beat, was weiß ich und dadurch wird ein Video auch ansehnlich. Uns schauen die Leute ganz sicher nicht, sind wir uns ganz sicher nicht wegen unserem Fahrtalent. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Wir bringen vielleicht ein gewisses Maß an Fahrtalent mit, damit es halt nicht wie rumgegurke aussieht oder sowas. Aber wir sind keine Backflip-Pros. Auf gar keinen Fall. Wir sind keine Dirtfahrer, die Slopestyle-Tricks können. Wir sind ja eigentlich auch absolute Joeys auf unserem Fahrrad. Eigentlich schon, ja. Aber dadurch, dass die Videos halt einigermaßen gut geschnitten sind bei uns, Arroganz aktiviert kurz, wird es halt ansehnlicher. Deswegen, schau einfach. Ich glaube, hättest du nur einen schon vor dir gefahren gehabt, ich weiß, vielleicht warst du alleine im Bikepark, ist immer schwierig zu sagen von unserer Position aus, wie deine Ausgangssituation war. Aber hättest du jemanden vor dir gehabt, wäre das Video bestimmt doppelt so interessant geworden. Ja. Ja, ansonsten hast du schon mal eine gute Songwahl getroffen, finde ich. Ja. Und, Ding, was mir auch gerade noch einfällt. Du kannst vielleicht mal ein bisschen die Brustklemme noch ein bisschen fester ziehen, weil die GoPro hat echt ein bisschen gewackelt und vibriert, aber. Oder halt ein Gimbal gönnen oder so. Ja. Aber ansonsten, hier, die Aufnahmen von außen waren leider nicht die qualitativsten. Ja. Aber hättest du noch mehr von denen mit reingebracht, wäre auf jeden Fall das Video vielleicht gleich viel, viel besser geworden. Ja. So, sowas zum Drop oder so. Also. Ja. Hätte schon wirklich was gebracht. Ja, ja, ja. Also nimm dir unbedingt unsere Tipps, nicht böse verstehen. Ich habe auch schon gesehen, Julian Schuhe hat schon oft bei uns kommentiert. Richtiger Supporter auf jeden Fall. Kommentiert, glaube ich, fast jedes Video. Also wirklich Props an dich. Danke dir für deinen Support. Und deswegen sowieso, gerade solche also Fans oder krasse Supporter von uns tue ich ungern so rund machen. Aber das soll überhaupt nicht böse gemeint sein. Auch bei allen Folgen, die noch kommen und alle Folgen, die schon waren. Nicht böse gemeint, alles Tipps und ich hoffe, du setzt die um. Schau die Videos von uns an, schau die Videos von es gibt viele GoPro-Videos, die einfach extrem gut sind. Ja. Schau dir einfach Videos von uns an, schau die Videos von anderen Leuten an und such dir Inspiration und schau, was du verbessern kannst. Und glaub mir, tu die Kamera einfach mal ab und zu außen aufstellen oder wechsel mal von Helm auf Brustklemme oder umgekehrt und schau mir da wieder doppelt so gut. Hm. Ja. Ja. Sagen wir mal, kommt zur Platzierung. Ja. Ich glaube, du bist der gleichen Meinung wie ich. Wahrscheinlich. Ich würde sagen, das ist der erste Platz, der Spring Edit. Dann vom Julian, zweiter Platz. Okay. Dann MyRide, finde ich, oder? Der dritte, weil ich fand, MyRide war halt echt. Ja, war arg random. Schwache Leistung. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich glaube ich. MyRide auf zweiten Platz machen würde und den auf dritten. Echt? Okay. Einfach aus der Argumentation, beide waren nicht besonders viel Mühe drin, klar. Hm. Aber es ist immer mehr Mühe, die Kamera von außen zu führen. Ja. Es ist immer mehr Mühe. Ja. Ist einfach so. Das stimmt. Gerade weil hier auch kein Positionswechsel drin war. Hm.
Ja. Von der Kappe, wenn hier eine Helmposition mit drin gewesen wäre, also Helm und Brustklemme, ja, wahrscheinlich direkt zweiter Platz. Aber so, beide nicht besonders viel Mühe drin, finde ich persönlich, ja, würde ich sagen, dass die den zweiten haben. Ja, doch, ja. Gerade wegen dem Potenzial auch. Ja, stimmt. Finde ich auch. Gell? Ja, absolut recht. Ja, passt, oder? Ja. Okay, also hier Nummer 1. Felix 17, bitte eine Mail an info@trailtouch.de, bitte. Dann kriegst du ein Armband und Sticker zugesendet. Ja. Und wer noch mitmachen will, rateyourbikevideo@trailtouch.de. Könnt ihr weiterhin einsenden. Wir kriegen mittlerweile täglich E-Mails, ja, für rateyourbikevideo-Einsendungen. Das heißt, sendet einfach nach wie vor ein. Ihr kommt schon irgendwann dran, hoffentlich, sofern alles mit Musik und Bildrechten stimmt. Ja. Aber wie gesagt, die Liste ist lang. Das heißt, wenn ihr jetzt einsendet, dauert es locker nochmal mindestens 2 Monate, vielleicht auch 3 Monate, bis ihr überhaupt drankommt. Ja. Ja, aber wenn ihr nie einsendet, kommt ihr auch nie dran. Von daher. So einfach ist es. Ja. Vielen Dank für die Teilnahme von dieser Folge. Und ja, nochmal. Wir kritisieren extrem gerne. Weil wir einfach euch was mitgeben möchten. Wir möchten, dass ihr was lernt. Das ist die Hauptsache von Kritisieren. Deswegen heißt es auch Rate Your Bike Video. Wir bewerten eure Videos. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Auch mit der Platzierung ist nur ein kleiner Anreiz, dass ihr euch besonders viel Mühe gebt, euer bestes Video einsendet und im besten Fall von den 3 Videos, die random zusammengewürfelt werden, das ist, hat keiner Vor- und Nachteile, das ist alles Zufall, dann den ersten Platz abzusahnen. Ja. Das mit diesem Gewinn ist einfach so ein kleiner Appetizer oder einfach, ja, eine kleine Motivation für euch. Und ja, wie gesagt, sucht euch weiterhin Inspiration da draußen. Hm. Und ja, kann einfach nur von meiner Seite aus kann ich einfach nur den Tipp geben. Lohnt sich extrem, einfach nochmal, teilweise einfach nochmal ein bisschen extra Zeit zu investieren, sei es ins Film oder in den Cut, und es kommt in der Regel immer was Besseres raus. Immer. Ja. Es sind die Kleinigkeiten, die es ausmachen. Immer. Ja, ja, ja. Ja, also wir sagen, beenden wir die Folge für dieses Mal. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben leider wieder keinen neuen Rekord geschafft. Ich dachte echt, wir kommen vielleicht sogar unter 20 Minuten. Ich habe immer so hinaus. Aber es ist auch immer, glücklicherweise, immer wieder was Neues dabei, wo man neue Tipps geben kann. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache von dem Format hier, dass ihr alle was lernt. Ja. Und was Neues mitnehmen könnt. Und dementsprechend bin ich froh, dass das so gut funktioniert mit der Chronologie, dass wir chronologisch die Mails nehmen und dann einfach random was zusammenwerfen und immer was Neues dabei ist. Ja, das stimmt. Finde ich geil, dass das nicht, dass das nicht irgendwie sich wiederholt, das ganze Rate Your Bike Video. Ja. Ja, also vielen Dank euch. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.